So, weiter geht's mit Need for Speed Heat und ich weiß, dass wir in der letzten Folge nur ein Rennen gefahren haben. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen gucken, was das. Was haben wir hier unten noch? Finden Sie. Da brauchen wir 30 für, da brauchen wir 20 für. Die haben wir bald. Farah haben wir, heißt das Rennen. Gut, dann fahren wir heute die zwei Rennen da. Mit den Dreamkillers hat Eindruck gemacht. Ach, echt? Yep, ein großes Rennen steht an. Crew gegen Crew. Nicht dieser Duellmist. Und wir sind dabei. Cool. Aber was ist mit dir? Demeter. Du hast keine Sorge, ich find schon einen. Wir sehen uns da. Warte mal, gucken wir mal gerade, aber ist das ein Sorry-Ding? Wahrscheinlich, ne? Wisst ihr was? Wir nehmen das Ding hier. Wir fahren heute Story. Dass wir da auch ein bisschen weiterkommen. Wie bekommt ihr der Ruhm? Kriegst du jetzt auf den Straßen genug Aufmerksamkeit? Ich arbeite dran. Hey, cool, cool. Ich sehe nämlich in letzter Zeit viel mehr Streifenwagen vor meiner Tür. Gerade eben wollte ein Cop meine Akten sehen, um sicherzugehen, dass ich die Ausweise prüfe. Sie suchen nach einem Vorwand, um die Werkstatt dicht zu machen. Können die das? Noch nicht, aber sie finden schon einen Grund. Ich weiß, du erregst gern Aufmerksamkeit, aber das ist nicht immer klug. Das Rampenlicht fällt auch auf jeden in deiner Nähe. Tut mir leid, ich wollte dir... Vergiss es, ich kann auf mich aufpassen. Und ich bin froh, dass Anna von der Straße runter ist, aber sag ihr das nicht. Du sollst nur wissen, worauf du dich einlässt. Verstehe. Bis später. So, gut. Gut, sie steht hinter uns. Ah, ich auch was soll ich machen. Egal, komm, wir machen zu. Mission gestartet. Du hier? Jo. Ich wollte mal sehen, was dieses Ding so drauf hat. Gehörte der nicht deinem Dad? Geht das für Lucas klar? Der Wagen gehört mir genauso wie ihm. Die Dreamkillers werden heute Nacht alles geben. Und wir müssen das auch. Deshalb sind wir hier. Denk dran, wenn wir das hier gewinnen, muss uns die League eine Chance geben. Aber kein Druck. Das Ding hat einfach gerade auch nur ein bisschen Fett. Ich auf und ich auf dich. Gut, Aina ist dabei, aber sonst haben wir den gleichen Trupp, den wir schon in der letzten Folge hatten. Ich weiß, dass wir in der letzten Folge nur ein Rennen gefahren sind. Ich liebe den Klang dieses Motors. Danke, Papi. Ach, das ist die Karre von dem Vater. Aus der Garage. Okay. Das nenne ich ein Auto. Mach's gut. Wow. So, tschüss, Oskar.
will aber jemand ganz nach vorne. Ja, würde ich gerne. Verdammt! Los, bleib dran! Gut, der Hina ist mir gerade herzlich egal, aber die gute Jordan, die davor hängt, die würde ich gerne überfangen. Oh, Nari hängt auch noch da rein. Also. Bin direkt hinter dir. Naja, ich krieg dich auch noch. Das soll wohl ein Witz sein. Straßenrennen Edgewood Valley. Fahrtrichtung Osten zum Raceway. Alles klar, bin dran, Zentrale. Showende. So, dann nehmen wir mal kurz eine kleine Abkürzung mit. Ich glaube, das bricht gerade. Du in dem gelben Camaro! Halt an! Das ist schon wieder? Hey, dich kenne ich doch! Fährst du jetzt ran oder muss ich dich dazu zwingen? Ich werde durch den Raceway abhauen! Scheiße. Das heißt. Vergiss es! Dieser Kopf lässt nicht locker! Kannst du mir helfen? Klar! Sind der Crew! Das heißt, ich darf jetzt Dings helfen. Scheiße. Shaw heißt der Kollege. Hast du mich nicht gehört? Halt an! Diesen Wagen nimmt mir niemand weg. Tut mir leid, aber ihr zwei müsst euch schon mehr anstrengen. Papis Wagen zu nehmen war vielleicht doch keine so gute Idee. Ich will nie wieder ohne Auto dastehen. Ja, deswegen. Noch ewig durch. Den habt ihr aber auch einen guten mitgegeben. Ich mach doch gar nicht. Ich kümmere mich mal gerade mal an deinen Anhängen so rein. Dein Kofferraum ist offen. Je länger das hier geht, desto schlimmer wird's für euch. Ich hätte gerne mal eine Anzeige, wie viel der noch hätte.
Komm zurück hier! Ich bin gespannt, wie er das erklären will. Oh, du hast mir den Arsch gerettet. An alle Einheiten. Officer Shaw ist verunfallt und benötigt Hilfe. Haltet die Augen nach einem gelben Camaro offen. Das ist unser Stichwort. Ich fahre zurück in die Werkstatt. Komm so schnell wie möglich nach. So, dann fahren wir zurück in die Werkstatt. Oh, Hena ist auch schon da. Wir sind kurz danach eingetroffen. So, nehmen wir mit. Und noch nicht ganz Level 16, aber ist egal. Alles gut. Gut, dann haben wir's für heute. Da kommt doch schon die News hinterher. Letzte Nacht ist der Kampf zwischen der städtischen Highspeed Task Force und der immer größer werdenden Gruppe krimineller Racer eskaliert. Anwohnern bot sich ein bizarrer Anblick, als hunderte Dollarscheine durch den Nachthimmel flogen. Die Task Force hat nun einige schwierige Fragen zu beantworten. Was letzte Nacht passiert ist, war inszeniert. Ein mieser Versuch, meine Einheit in Verruf zu bringen. Und wieso? Weil wir gewinnen. In den niedrigen Gängen ist er ein bisschen träge. Aber sobald er aufdreht... Mann, das Ding ist eine Bestie. Ich glaube, der ist gerade nicht so ganz begeistert. Okay, du bist sauer. Ach echt? Mira esto. Es tut mir leid, ich hätte es dir sagen Ach, sollen. Wirklich? Na klar, verdammt. Du hattest kein Recht dazu, Anna. Oh, kein die hätte das Auto einfach genommen. Ich bin weg. Nein. Er war auch mein Papi, okay? Und falls du es vergessen hast, er wollte, dass dieser Wagen in Rennen fährt. Und das war ein Rennen, hä? War es, bis dieser Arsch vom Kopf aufgetaucht ist. Bei dem, was du tust, werden immer Cops auftauchen. Du versaust dir noch dein ganzes Leben. Nein, ich werde was aus meinem Leben machen. Ich bin nun mal wirklich gut darin. Gut? Das ist gut? Als wäre eine College-Abbrecherin gefahren, die nichts vom Racing versteht. Das ist echt nett. Ich muss nicht hier stehen und einem Ex-Knacki zuhören, der zu viel Schiss hat, wieder zu fahren. Wir sind Racer! Meld dich bei mir, wenn dir das wieder klar ist. Weiß ich, wie sich mein Vater gefühlt hat. Ah. Brauchst du dabei Hilfe? Dale. Jeder, die ich kriegen kann.
Wir brauchen ein paar Teile. So, ich stehe hinter dir, ist abgeschlossen. Die nehmen wir mit. Immerhin 20.000. Haben oder nicht haben, ne? Und wir haben neue Autos freigeschaltet. Erstmal Chevrolet C10, Stepside Pickup von Focus RS. Ford Mustang GT. Mitsubishi Lancer. Porsche 911 Carrera. BMW M4 Cabrio. Honda NSX Typ R. BMW M2, X6, naja, immerhin etwas. Dings behalten, ne? Auswurf ist okay. Ja, okay, gut. Damit ist auch mal am Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da geht's weiter mit Rennen.